Guten Morgen und auf in den Laden. Na Mensch, ey, was für ein Tag ist das denn? Mann, ich bis gleich. So. Guten Morgen. Ach, herrlich. Gut, also Zettelchen lag hier vorne. Wie auch immer, ich werde jetzt mal das Teil hier laden. Die Kamera habe ich nämlich vergessen, über Nacht zu laden. Das hole ich jetzt nach. Also, bis gleich, wenn was passiert. Schauen wir mal. Ey, was hat er denn hier Schönes? Das ist schon ein geiler Teil. Ah, ja, siehst du. Bleib ich auch noch irgendwas. Ja, warte. Die Tollpatschigkeit. Genau. Das wäre cool. Ja, wunderbar. Zeig mal her, das Ding. Was du da für einen Schlüssel zu hast. Zeig mir den Schlüssel. Ja, will ich dir abkurbeln. Nee, gibt es nicht. Habe ich nur. Und wie kriegt ihr da raus mit dem, aus dem Ventil? Musst du bringen. Ach so. Nee, kann ich doch nicht. Na, dann nimmst du ihn kurz mit hier. Und dann bringst du ihn wieder. Ich bring dir alles wieder. Denn so eine Kollegen muss man sich frisch halten. Na, den brauchst du ja nicht schlafen. Nee. Nimm mit einzeln. Den kannst du draußen hinstellen zu den anderen Schlüsseln. Oder brauchst du den noch? Ja, der ist ja nicht, das geht flicken drauf. Ach so, okay, ja, na dann. Gut. Wenn ich halt draußen ja noch mehr von den Dingern, kannst du auch. Nein. Was brauchen wir? Hier so eine Selbstschneide, dicke. Ach Mensch, ey, so, ich hab mir jetzt gerade Wolfgang seinen Heimtrainer angeschaut. Ja, der lässt ja keine Ruhe. So, dann bin ich jetzt schnell mal rübergegangen und na, schwupps stand natürlich auch wieder ein Kunde hier. Ist ja klar, ich kann das eigentlich nicht. Ich kann natürlich nicht hier einfach vom Laden weggehen normalerweise. Aber jetzt so kurz ging es mal. Gott sei Dank war das echt eine kurze Geschichte, weil Wolfgang ist einfach nur zu schwach, den zweiten Gang zu betreiben. Er sagt, das geht nur am ersten. Aber wenn er den zweiten einschaltet, dann dreht sich die Kugel nicht mehr. Ich meinte, Wolfgang, du musst halt stärker reintreten. Der zweite Gang heißt automatisch, dass es schwerer funktioniert. Das hat er nicht mehr geschafft. Er schafft den zweiten Gang nicht mehr, den dritten, den vierten, den fünften und den sechsten. Das ist so ein Sechsgang Kettler, so ein altes Ding, so in braun, so diese typische 70er Jahre, vielleicht sogar 60er Jahre Ding. So fast schon Kult, das Ding. Nee, 70er wird das sein. Ende 70er so ja erst. Und er ist ganz einfach nicht trainiert genug, um den zweiten Gang so zu fahren. Also der erste Strampelgang, der geht noch so, wo es eigentlich fast von alleine ohne Widerstand fast geht. Das lässt ja viel blicken. Also der muss trainieren. Ich sage, Mensch, Wolfgang, du musst trainieren. Das geht ja nicht. Also, du musst dich ein bisschen stärken, deine Muskulatur. Ist ja okay, Wunder, dass der dauernd umfällt, wenn der eben da in diesem Pillepalle-Gang durch die Gegend eiert. Ich sage, Gang 2 ist Pflicht und dann eben 10 Kilometer oder so und dann ist gut. Dann hat man auch was geschafft. Also dann schwitzt der bestimmt, wenn er erstmal mit 2 Kilometern anfängt oder so. Und sich dann steigert auf 10 Kilometer. Er hat doch Zeit, kann er noch machen. Er kann sich das Ding ja quasi ans Fenster stellen. Dann ist er Fensterwolle und Heimtrainerwolle. Würde ja funktionieren. Also der braucht das auch. Der braucht Bewegung. Der wird sonst immer schlapper. Gut, wie auch immer. Das war das, die Aktion, das ist erledigt. Ich bin schon mal glücklich. Ja, kein Problem, fantastisch. Ja, und der Kollege hier, der brauchte halt eine Schraube und immer mal ab und zu auf die Schulter klopft. Wie toll das alles ist, was er macht. Und der baut nämlich gerade jetzt seinen Roller auf. Und da fragt er mich ab und zu mal um Hilfe. Haben wir auch getan. Alle glücklich, also bis melde ich mich wieder, wenn es was gibt. Habe ich noch eine Tüte Kleinkram gestern geschenkt bekommen von Fahrradteilen. Da ist eventuell was bei, meinte der Roger. Dann gucken wir mal. Der Dynamo ist schon mal kaputt hier. Der kann in die Tonne hier. Metall. Also ist ja ein bisschen Metall ist ja dran, ein bisschen Spule und so.
Und der hier, das hört man auch, ist auch kaputt. Kann auch in die Tonne. Hier haben wir eine Schelle. Hier haben wir ein kompliziertes Rücklicht. Rücklicht inklusive Halter. Vorderradlampe. Kann man ja alles aufheben. Halt und Halter. Hier so eine Schutzblechhalter, die kommen mal extra. Naja, leider kann ich mit den Dingern nichts anfangen. Weil der Kabelhänger hier ist nicht schlecht. Reflektor, Pedal. Shockworks, Dämpfer, Be Your Series. Packe ich jetzt alt weg. Baue jetzt gerade den Fuß hier zusammen. Weiß, dass das nicht ganz korrekt ist, aber ich nehme jetzt hier Schrauben und jag die hier durch. Und zwar enorm viele. Und ja, schauen wir mal. Also angekörnt, angefasst habe ich's. Ach Quatsch, angesenkt natürlich. Meine Güte, ey. Angekörnt, angefasst, angesenkt. Das ist schon Quatsch, ey. Wirklich. Kann man nicht mehr reden. So. Vorbohren muss man halt. Muss noch ein bisschen mehr ansenken. Perfekt. Total geil. Also wenn das nicht übertrieben ist hier, dann weiß ich auch nicht. Also kann man jetzt hier noch... braun anbeizen, einmal überbeizen nochmal, anschleifen, überbeizen. Und dann ist der schick. Das ist die Seite, die man eh nicht sieht. Die und die Seite, die und die Seite sieht man. Und das ist die nach innen gewandte Seite hinten. Also das ist völlig drüber. Normalerweise würde ich ein bisschen kürzere Schrauben vielleicht nehmen und die dann einsenken und mit Holzdübeln sozusagen verschließen und alles nochmal überbeizen und dann ist das gut. Das hat offensichtlich ja mal Feuchtigkeit gezogen, der Fuß, und da hat ja auch nur Leimholz ist. Also in gewisser Weise, das sind ja drei Bretter sozusagen, drei Brettstückchen, Holzstückchen zusammengeleimt, hat sich die Leimung gelöst. Und dadurch ist der Fuß dann auch abgefallen letztlich.
ist ganz normal, passiert bei vielen von diesen Füßen. Also man hätte ihn jetzt auch mit Superleim halt wieder super wunderbar kleben können. Aber ich wollte es jetzt eben, also bei mir steht es jetzt auch erstmal im Keller, wer weiß, ob das dann nicht wieder Feuchtigkeit zieht, ob das überhaupt klebt, dann ordentlich vernünftig hält. Und hier wird das dann auch nochmal verschraubt oder so. Oder muss ich mal sehen. Ich stelle ihn erstmal einfach so unter und dann ist sie gut. Ja. Das ist jetzt keine schöne Lösung, aber also ist jetzt keine Restauration oder so. Ja, wie sieht selber. Das ja, ist jetzt auch nicht dramatisch. Letztlich kann man jetzt natürlich auch einfach eine Klebung machen hier. Und dann ist das auch okay. Bin ja mal Freund von gedübelten Sachen. Alles mit Holzverbindern. Stecken und dübeln. So, das könnte man jetzt schön schleifen, dass das schön plan ist überall. Und das war's. Wie auch immer. Total ruhig ist es heute Morgen. Samstag der dritte, wa? Wieder. Stimmt dazu? Wer weiß. Ich hab schon für Babys Jeans, ja. Ich glaube seit den 90ern. Und dann die ein komplettes so Jeans-Outfit. Und du bist ganz hübsch, siehst du aus. Ohne Jeans. Ja. Und ist schön hier am Bauch, ist nicht so eng, weißt du? Oh, wie sie gucken. Jojo, der hat hier ein Haar. Erstmal scannen. Süß das, hm? Süße. So ein hübsches Mädchen bist du. Ja, beide. Oh. Du hast deinen Kaffee auf, ne? Ich weiß. Kaffee, schon wieder Kaffee. Kaffee, ich hasse das Wort Kaffee. Kaffee, ich komme nicht weg von Kaffee. Kaffee. Gib mir mal einen Kaffee. Oh, Kaffee. Das ist Ossi, ne? Das ist Ossi. Naja, ich bin halt. Ossi, was willst du machen? Das steckt drin, der Kaffee steckt tief drin in mir, der Kaffee. Den krieg ich nicht weg. Ja, wir haben gerade ein. Na, wie nennt man denn das jetzt? Ein Einrad geschenkt bekommen. Der Justus wollte es nicht haben. Ich war quasi zweite Mal. Ja, das hat auch gedacht. Aber ja, wollen wir mal nicht so streng sein? Wir haben es trotzdem geschenkt. Wir haben es geschenkt bekommen. Weil Justus es nicht wollte. Weil Justus es nicht wollte, muss man mal betonen. Aber es ist halt, ja, ist doch nett. Also, ich ja. Meine, natürlich ist jetzt, dann haben wir jetzt 3 Stück davon. Dann sind wir jetzt beinahe alle Kinder versorgt. Er arbeitet mit Kindern und Jugendlichen und die wollen das nicht mehr. Die brauchen das Ding, ja. Das ist Unding. So, was hast du? Okay, alles passt. Ich fahre jetzt mal eine Runde und genau. Guck dann einfach mal. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Perfekt. Wäre doch gut. Bitte, bitte. Ciao. Ja, mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten ist doch was Schönes auch. Ich meine, die sind doch so unverdorben, die sind doch so, naja, mit Kindern. Also wenn man mit Kindern und dann letztlich Jugendlichen zusammenarbeitet und die schon so, aber die sind noch so. Aber die haben noch eine Wahl, Jugendliche. Hm? Die haben noch eine Wahl, ganz genau, die sind noch nicht so eingefahren. Ja, das wäre auch was für mich. Vielleicht mache ich auch sowas, vielleicht gehe ich einfach in den sozialen Bereich tatsächlich. Noch studiert haben als Sozialarbeiter. Ja, habe ich ja. Hier. Straßenstudium, 10 Jahre direkt auf der Straße. Also, aber ist ja scheiße. Studiert man. Studiert halt, ist ja auch egal. Studiert mit halt, ist doch völlig egal, oder? Oder? Hast du Abitur? Ja, mach ich ein Abitur, ist auch egal. Dann musst du studieren. Ja, mach ich Abitur und Studieren. Ja, 4 Jahre muss man Abitur machen, wenn man keine zweite Fremdsprache kann. Ich kann keine zweite Fremdsprache. Nehmer kenne ich nicht. 4 Jahre Abitur. Na und? Mach ich. Mir doch egal. Ja, sowieso, dass man da so als dumm abgetan wird, so als dumm degradiert wird, weil ich mir auf den Sack. Bloß weil du kein Abitur hast oder so. Ja, das ist ja Quatsch. Normal, Abitur zu machen. Ja klar, damit du dir alles offen hältst. Also ist ja auch vernünftig. Ist ja auch eine vernünftige Wahl. Ja, aber früher gab es viel mehr auch andere Abschlüsse. Ne? Ja, es gab keine anderen Abschlüsse. Es gab einfach nur, willst du arbeiten gehen oder nicht? Und man muss mal dazu sagen, irgendwie, man wollte ja auch arbeiten gehen und man wollte ja was schaffen. Und im Handwerk brauchst du Brauchtest. Du, früher kein Abitur. Mittlerweile? Aber es gibt ganz wenig Handwerk, aber die meisten haben. Naja, eben. Es gibt keinen mehr, der mit der Hand fasst.
Ist eigentlich schade. Also ich will eigentlich auch nicht, ich will eigentlich direkt was machen. Deswegen waren ja auch immer diese ganzen Plakate, das Handwerk. Ja, war aber schon immer so. Die Welt war noch nie so unfertig wie jetzt oder so. Ne? Handwerk. Ja. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Also weiß ich nicht, ich mach sozial. Einfach. Frag doch beim Jugendamt, ne? Beim Jugendamt. Ich hab dir noch gesagt, du sollst mal. Ich finde, das ist natürlich Hilfe zur Selbsthilfe. Oder so. Hä? Hey? Du sollst den Eltern, die soll man ja unterstützen, damit sie das hinkriegen, alleine klar zu kommen. Ohne Kinder. Ich helfe ihnen, alleine klarzukommen. Zack, Kinder weg. Nein, das geht natürlich nicht. Kannst du auch nicht machen. Ja, aber stell dir mal vor, du hast ja so ein Arschloch. Meistens ist das nicht. Und du siehst das vielleicht nicht. Kriegst du nicht mit? Ich glaube, die meisten sind wirklich ganz engagiert. Und ja, sicherlich. Na logisch. Na, was denkst du denn? Welche, also das ist ja schon, das sollte ja auch so bleiben, dass das eine Abnormalität ist. Eine Besonderheit, wenn Eltern ihre Kinder nicht mögen, oder? Also finde ich ja ein schlimm soweit. Ja, das heißt nicht mögen, aber vielleicht einfach nicht für die sorgen können, richtig. Und nicht mal was brauchen, ne? Dass sie selber nicht klarkommen. Das sind viele Leute. Aber ich möchte nicht derjenige sein, der entscheidet, so, das Kind muss ich jetzt leider erstmal einbehalten. Ich glaube, das wird auch gar nicht so gut. Ich habe mal durchgesehen, wo das Jugendamt, da wird die entscheiden, das zusammen zu erziehen. Wir machen so eine Teilbesprechung. Ja. Und dann wird entschieden, was wir vorgehen. Also ich habe da auch schon einige Sachen gesehen und gehört und vor allem gelesen. Und da gibt es nämlich auch so ein Forum gegen das Jugendamt. Gibt es ja auch so einen. Das ist so ein Engagierter, der, also nicht gegen das Jugendamt, sondern der dann den Eltern... Genau, der dann versucht da irgendwie, also nicht gegen, der hat sich immer so doof an, aber der so ein bisschen das nochmal selber aufrollt alles. Und da versucht da zu intervenieren bei so bestimmten Sachen. Ja, weiß ich nicht. Ein Für und ein Wider. Ich meine, das Jugendamt hat bestimmt nicht vor, allen die Kinder zu entziehen ohne Berechtigung. Aber manchmal werden auch falsche Entscheidungen getroffen. Das ist halt so. Das passiert jedem von uns. Ja. Und. Erste sind nicht unfehlbar. Auch Ärzte sind nicht unfehlbar, haben wir ja gesehen. Ne? Ja. Das kann auch passieren. Und wir hoffen, dass da alle Duty. Ah, oh Mann, das ist ja meine größte Sorge, ey. Deswegen. Da hoffe ich eben sehr. Ist ja auch hier alles, deswegen Kinder sind wichtig. Und da ist ja schön, dass es ein Amt gibt, was sich darum kümmert, ein bisschen auch. Das werden sie auch nicht immer richtig machen, aber zum Wohl des Kindes, wie auch immer. Ohne Medizin wäre es eh schlecht geworden für sie. Ja, genau. Also im Grunde genommen hätte es keine medizinische Versorgung gehabt, wäre doof gewesen, dann wäre sie jetzt nicht mehr da. Muss man auch mal dazu sagen. Ja. Oh ja. 12.44 Uhr und ich habe einen Auftrag. Jo. Schlauchwechsel. Nichts Besonderes, nichts Dramatisches, aber immerhin Schlauchwechsel. Also Berlin ist immer ein fleißiger Arbeitgeber, also was die Glasscherben auf der Straße betrifft. Also immer schon aufpassen. Und ich habe ein Angebot fertig gemacht, Original Rikscha zu verkaufen, in Berlin zu verkaufen. Bilder hinzufügen haben wir gemacht. Zack, zack, zack. Wie auch immer. Gut, ich mache jetzt mal los. Ich mache jetzt einen neuen Reifen hin. In die ganze Geschichte. Gucken wir mal, was auf YouTube so los ist, wie der Vlog gestern ankam. Das Grinsen vom kleinen Wonneproppen, unbezahlbar. Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen, dieses Grinsen. Ja, wie so grinst vor sich hin. Vorwahl für Amerika rausbekommen, 001 oder plus 1. Naja, die Amerikaner sind natürlich an der Nummer 1, ne? Drei Stunden Schlaf sind viel zu wenig, da wäre spätestens noch am Abendbrot eingelegt. Ja, so ist das leider. Moin Moin, Fettkammer bei Weinmannbremse, wieder etwas dazugelernt. Grüße Achim. Ja, da ist so bei diesem alten System,
Da ist wirklich so eine Fettkammer, die musst du mit Fett füllen. Und ich meine, selbst wenn da mal was raus, Regen und der ganze Scheiß, aber du hast immer so ein bisschen so ein kleines Fettreservoir, den musst du halt wieder auffüllen. So. Also das ist so eine kleine, eigentlich Fettkammer, das ist eine kleine Vertiefung, ja, bei dieser Weinmann-Bremse. Ist aber nur bei den guten, also bei den besseren Modellen. Bei den einfachen Modellen hast du das nicht. Alter Schwammig, ist der Wahnsinn. Gut, na okay, machen wir das mal. Also heute nur ein schnöder Schlauchwechsel. Halt mal. Oder Reifentausch, also was auch immer. Dazu löse ich die Achsmuttern. Tada. Tada, tada. Tada. Schon so. Er hat sich jetzt über Nacht, ich würde mal versuchen aufzupumpen, in der Hoffnung, dass er nicht kaputt ist, ja? Ja. Ja, morgen bin ich ja nicht da. Morgen ist er frei. Frei, ich habe frei. Ich nehme mir frei. Und übermorgen beginnt der Ernst des Lebens für Anno und Blumen. Ja, für Blumen noch nicht. Die hat noch eine Woche fast mehr. Also jetzt noch 6 Tage, die sie zu Hause ist und dann geht es los. Oh Mann, ich bin so gespannt, ey, wie das alles aufnimmt. Ja. Dann haben wir den Kopf voll mit Schule halt erstmal. Ja, bitte? Ich bin hier hinten. Kann ich zu Mami gehen? Darfst du, klar. Wenn das aber okay. Kann ich dann nicht gehen? Kann ich nicht gehen. Klar, kannst du nicht gehen. Schwammige, scheiße Luftbremse.
Können wir jetzt hier so halbe Sachen machen, das will ich aber nicht. Ich will jetzt hier das ordentlich machen. Dazu übrigens einfach. Ja, nicht verrostete Ding. Zug setzen wir ein. Da brauchen wir eine Hülle. Knipse ich mir eine neue ab. Ja, bitte. Hey. Hallo. 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 Ja, bitte. Sorry? Ja, bitte. Ja, bitte. Yes, ja. Please. Deutsch. Deutsch, Englisch. Belgisches Deutsch. Belgisches Deutsch. Ja, sag ich mal. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Fixie. Fixie-Umbau. Cooler Laden, ah, der ist auch nett. Ach ja, das füllt das Herz mit Freude und ja. Was wollte ich sagen? Ein günstiger Single Speed Umbau. Den haben wir hier. Ach, Quatsch, ist ja nicht günstiger Single Speed Umbau. Wie auch immer. Also war ein Kunde, der hat erstmal selber einfach auf Single Speed umgebaut. Ja? Und mit geradem Lenker, der nun. Kommt der nächste jetzt runter? Wie komme ich heute an? Ich habe mehr Quatschstunde als alles andere. Was wollte ich sagen mit einem Lenker, der natürlich überhaupt nicht dazu passt, weil MTB und das Blau ist auch viel zu heftig. Das beißt sich ein bisschen mit dem. Aber es ist nicht so schlimm. Blau. Haben wir dreimal verschieden. Aber es geht schon irgendwie klar. Aber selber gefällt es ihm auch nicht. Und er hat die Griffe falsch rum reingeschraubt. Diese hässlichen Mountainbike-Griffe. Das hat er wirklich nicht gemacht. Und die Züge hat er natürlich so lang gelassen, wie sie waren. Habe ich zu ihm gemeint, naja, hier ist hier ein bisschen im Weg. Hättest du wenigstens eine Herzform draus gemacht, wenn der noch länger ist, so auch so hoch steht. So, dann könnte man sich ja denken, dass es ein Herz ist, das dann unten zusammenführt. Naja, ja, so ein bisschen rumgealbert haben wir. Naja, ist ja auch noch nicht die Endlösung. Und er möchte eigentlich so einen gebogenen Lenker, so einen Toulouse Moustache Schwalbelenker haben. Das möchte der eigentlich. Oh, guck mal, wie das spannt, ey. Oh, wie der Zug da drüber drückt. Ja, und er wundert sich, die Kette springt wie Sau, sagt er. Ich sage, naja, aber bei dem Rahmen brauchst du doch auch gar keinen Kettenspanner. Er hat den Kettenspanner angebaut und den braucht er doch bei diesem Rahmen gar nicht. Auch nicht. Ja, und wenn er richtig reintritt, meint er, springt die Kette. Trocken ist sie, hört man. Die rasselt. Und die Zähne sind nicht abgefahren eigentlich, das hintere Ritzel ist neu, aber durch diesen Kettenspanner
springt es halt. Na, bei dem muss aber nicht sein. Und deswegen kam er zu mir, ich soll jetzt mal umbauen. Richtig für ihn. Und das mache ich jetzt. Tue mal so, als könnte ich sowas. Und baue das einfach um. Was ja eigentlich relativ simpel ist, ich baue einfach erstmal den Kettenspanner ab. Das ist Nummer 1. Führungsröllchen raus, Nummer 2. So, machen wir den ab und packen den erstmal beiseite. Hier kann man allein durch die Kettenspannung im Grunde genommen so viel Spannung aufbauen, dass man das nicht braucht. Oh, und er hat die Schaltkette drauf gelassen. Die passt natürlich nur bedingt zu dem Ritzel. Vorne hat er beide Kränze draufgelassen, das sollte man auch nochmal überdenken. Wir nehmen jetzt das Hinterrad erst einmal raus, wir nehmen jetzt mal Spannung raus sozusagen. Zack. Dann entferne ich den Kettenanschlag, den Achsanschlag hier. Und zwar so. Die Teile bekommt ihr alle mit. Sieht fast aus wie eine Krone, Aufzugskrone von einer Uhr. Tada! Tada! Raus ist er. Ne? Hier ist nämlich ein Schlitz drin auf der Seite, da kann man dann mit dem Schraubenzieher rein. Natürlich, selbstverständlich. Und hier einfach mit der Zange einmal anlösen, klack, und dann kann man es abdrehen. Gleich machen wir auf der Seite natürlich auch. So, und schauen wir mal, ob das so schon reicht. Also das Ritzel würde ich mal als zu dick erachten. Wir haben natürlich ein Single-Speed-Ritzel genommen.
merkt man auch richtig, wie der Dritzel krampfhaft versucht, sich da einzuhaken. Das ist aber auch hier nicht ganz korrekt eingestellt, der Rönsbler. Wo ist denn mein Werkzeugchen? Also da müsste man noch mal ran. Also vorne die Kette stimmt. Hinten das Ritzel müsste eigentlich ein dünneres drauf. Hier quält sich die Kette drüber. Das ist eine Schaltkette, die er drauf gelassen hat. Da müsste natürlich eine Single-Speed-Kette drauf. Also es müsste auch eine Kette drauf, die wirklich nur für einen Kranz geeignet ist. Und dementsprechend ist der Kranz ja dieser eine, der nur dauerbelastet wird, auch ein bisschen dicker. Und passt natürlich in eine Schaltkette hier nicht rein. Und da quält sich es ein bisschen. Das spürt man halt hier so richtig. Und man hört's. Das gibt sich vielleicht nach 100 Kilometern, dann reißt aber auch die Kette. Das sollte ich ihm vielleicht nochmal sagen, dass er eine andere Kette rauf muss. Ist so, das ist Fakt. Ich werde trotzdem erstmal die Kette hier kurz einmal überfetten. Läuft schon geschmeidiger. Und das war's. Das war das. Ja, liebe Leute, das lässt doch das Single Speed Herz höher schlagen. Das ist ein schöner, das hat ein schöner Rahmen, schön groß auch. Ein Biri-Rad. Soll wohl Schweiz sein. Eher ein einfacher Steuersatz, wahrscheinlich vermutlich auch einfachere Komponenten, obwohl, was sehen wir denn hier? Jetzt sind ja 105er Narben, 105er Bremsen mal gewesen. So, und die schafft? Sehr gut. Ich hab ja noch mal den mitgebracht. Ach, gut, okay. Als Beweis, ich drin. Dass du drin warst? Ja. Sind die aus dem Kühlschrank? Nein, leider nicht. Aber das war echt voll gut mit dem langen Stab hier. Ja. Dann kann ich den Jessica in die Richtung drehen und dann so schnell raus. Ja. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Alles Gute. Ciao. So billig kann Einbrechen sein. Eine Packung Kekse und schon ist alle geritzt. Man kriegt das Werkzeug dafür. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ach, ist doch nett. Wunderbar, meine Kinder freuen sich über Kekse. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte sagen, Ringo, Mensch, das ist so nicht ganz dein Ding, wa? Hier so wie das Ding aufgebaut ist, aber mit dem Rot, das passt ja da ja nicht jetzt hier ran. Da müssen noch ein paar andere rote Arc-10 dran. Aber ein schwarzer Lenker, nee, schwarzer Lenker fast auch nicht. Ein silberner Lenker mit roten Griffen. Das Rot, vielleicht noch rote Pedalen oder so. Der rote Freilaufkörper ist ja okay. Irgendwie so. Naja, um jetzt zum Perfektionieren bedarf es da ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung. Der eine mag so, der andere so. Und er ist ja selber damit nicht zufrieden. Es bleibt ja nicht so, wie es ist. Was sollen wir machen? Ist auf alle Fälle fertig. Und jetzt geh kurz hoch, bring die Kekse weg. Meine Familie freut sich darüber. Und dann sehen wir uns später gleich nochmal. Ja, dann hättest du was fragen wollen. Das war deins. Das ist so dein Fall. Das habe ich gehört. Das ist Tack. Das ist Tack? Ja. Ja. Geil, Mann, du hättest auch eine richtig coole Zeit gehabt, da wo ich gelebt bin. Setz dich doch hin. Ja, da wo ich gelebt habe. Hm. Nee, warte mal, bei Zeit, das sind was anderes. Ja, eben. Da wo ich einmal gelebt habe. Nee, das stimmt doch. Das ist der Quatsch, das wäre ja die Vergangenheit. Ja, ist ja. Ja, aber insgesamt wäre ja insgesamt die Vergangenheit. Ja, aber die Phase ist abgeschlossen. Die Phase Ach, meines in der Gegend, auf- in der ich einmal gelebt habe, ja, dann ist es was haben. Alter, und ich habe so viele Strafarbeiten mit Konjugieren und Deklinieren verbracht. Ja. Kindisch ohne Werbung.
Also erstmal gesehen, dass dann komplett die Oberfläche weggenommen wird. Also sonst läuft schon mal was da durch oder so, kümmere ich mich nicht drum, aber jetzt also gar nicht mehr zurück. Ja. Ja, hast du dir eine Gitarre geholt? Wo du da so viel Zeit hast. Ich habe früher auch mal viel mit Instrumenten so behandelt, aber eben Seiteninstrumente waren eher seltener. Was ist Klavier? So, Schwertransport. Ja, weil ich eben keiner machen wollte und weil ich das gemacht habe, weil ich wollte ja, ja, ob ich Klavier schleppe sozusagen oder das bequem meine Mutter Monika reingehen zu tragen, aber. Das war eben schön, dadurch hast du eine höhere Gewinnspanne einfach, ja. Klavier konntest du für 50 bis 150 Mark gucken teilweise, weil sie die Leute teilweise einfach nur loswerden wollten. Und oh Mann, da habe ich ja dich verpasst, ja. Ich hätte jetzt gern eins. Aber das waren halt die 90er. Ne? Das kannst du auch. Wenn jetzt noch nicht, dann aber bald. Kann ich nicht. Willst du es denn gerne können? Möchtest du eigentlich? Möchtest du Gitarre spielen können, oder? Eigentlich schon. Ja, dann. Ja, ich habe auch viel Zeit damit verbracht, um mich mit ihr anzufreunden. Aber hinterher ist sie richtig lieb zu einem. Hier gibt es ganz viel. Ich habe auch nur eine Holzgitarre. Nur eine Holzgitarre? Na, sag mal. Mittwochs eigentlich, ne? Ja, Mittwochs.
sowieso mit, weil guck mal, da sind ganz viele Kinder, die Gitarre haben und der Schrank ist voll da. Warum muss ich mit? Mitnehmen, die Gitarre musst du mitnehmen. Bring die Montag mit. Was denn? Wo kann ich Aber das, was ich so spiele, also ist einfach. Ja. Also einfach ist immer für den, der es weiß, wie es geht, für den ist es immer einfach. Für den, der es noch nicht weiß, für den sieht es schwierig aus. Aber meistens ist es auch für den, der es nicht kann und dann es lernt, dann plötzlich wird es so einfach. Und so ein Fingerchen halten ist ja nicht schwer. Ne? Halt die Koordination haben, zu wissen, was und das auch harmoniert miteinander. Guck mal, das ist wie Laufen lernen. Ne? Wenn du als Kind nie aufgestanden wärst und nie gegangen wärst, könntest du heute nicht Treppe hochgehen oder überhaupt gehen. Aber hast du einfach gemacht und so ist das mit der Gitarre. Die Finger wollen hier gehen lernen. Und das braucht ein bisschen Zeit. Hast du auch gebraucht als kleines Kind, als Baby. Aber irgendwann plötzlich bist du weggelaufen. Dann musst du Papa hinterher. Weil du laufen konntest. Und dann immer schneller und immer besser und heute machst du schon Wettrennen. Machst du sogar? Ja, macht man sogar, ja. Und so ist das mit der Gitarre. Hier lernst du mit den Fingern. Das ist wie eine Straße. Und auf der Straße lernst du zu gehen. Ich sage immer tanzen, nicht gehen. Die Finger tanzen hier rum. Wenn die Finger hier rumtanzen, machen sie Töne. Und dann... den Müll und in der Zeit moderiert Anouk einfach mal ab und ich wechsle mal die Tonne aus. Die Glastonne ist hinten voll. Und du zeigst das da und dann hast du das gleich. Tschüss, Sahn. Wir sehen uns vielleicht morgen. Vielleicht aber auch erst am Montag. Also bis dann, ciao. Ich sag schon mal ciao. Ich mach erstmal Zaubertricks. Eis. So. Ich mach so. 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 So, so, so. Ich hab einmal zwei da. Kriege ich noch ein. Und ich kann zwar keinen mehr, aber. Doch, ich kann noch einen. Also, da ist mein Down. Und jetzt reiße ich ihn ab. Alle Finger ganz. Okay, auf jeden Fall. Papa, ich sag jetzt auch tschüss. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video, naja, nicht so gut gefallen hat, schreibt bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video nicht so gut gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr die Daumen nach oben macht. Und bis bald. Bis dann. Tschüss. Sagen Anouk und Papa. Tschüss. Soll ich ausmachen? Mach aus! Bab. Oh.
und Verb. Goodbye!